Es gibt so einige Dinge auf dieser Welt, die machen einen ungeheuren Spaß, aber nur, wenn man sie selber tut. Tut's ein anderer, gerät man seltsamerweise in Zorn. Dazu gehört jede Art von Radau machen. Und auch jemand ärgern gehört zu diesen recht einseitigen Späßen. Aber mit Radau jemand zu ärgern, muss besonders schön sein, möchte man meinen, weil es gar so oft vorkommt. Wenn ihr jetzt denkt, aha, der Pumuckl, dann seid ihr zunächst auf dem Holzweg. Zunächst, sage ich. Angegangen ist die Geschichte nämlich mit einem Kind aus dem Vorderhaus, mit der kleinen Charlotte, die, unter uns gesagt, ein recht verzogener Fratz ist. Und boshaft obendrein. Der Meister Eder arbeitete und der Pumuckl schaukelte friedlich und dichtete. Da plötzlich knallte ans Werkstattfenster ein Stein. Herrschaftszeiten, bin ich jetzt zusammengefahren? Ja, natürlich. Habe ich mir's doch gedacht. Das ist wieder die Charlotte, der Fratz, der da immer Steindl gegen mein Fenster schmeißt. Das hat sie gestern auch schon gemacht. Hörst nicht gleich auf mit dem Steindl schmeißen. Also Frechheit, sowas. In die Schublade müsste man sie sperren. Da, Dübbel, Dübbel, schon wieder ein Stein. In zwei Schubladen müsste man sie sperren. Gleichzeitig, jawohl. Was habe ich dir denn gerade gesagt? Wenn du noch einen Stein schmeißt, dann komme ich raus. Ja, und ich komme dazu raus. Und wie ich komme, ich zwicke und picke und ich komme ganz fürchterlich. So, jetzt ist aber genug. Jetzt gehe ich wirklich raus. Jetzt hast du aber lang genug Steine geschmissen. Jetzt packe ich dich bei deine Ohrwaschel und zieh sie dir so lang, dass du drüber stolperst, Saufratz, Elendiger. Ja, renn nur davon. Wird gut sein, wenn du dich nicht mehr blicken lässt. Ja, ja, auf die Entfernung kannst gleich frech sein. Deine Waschen kriegst du noch, verlass dich drauf. Noch einmal, wenn's da in den Hof hinterkommst, verdresch ich dich, dass dir Hirn und Sehen vergeht. Saufratz unerzogener. Deine Mutter kann einem ja leid tun. Entschuldigen Sie, Herr Eder. Hielt Ihr Gebrüll hier meiner Charlotte? Ja, allerdings. Ihre Charlotte schmeißt mir da die Scheiben ein. So viel ich sehe, sind Ihre Scheiben noch ganz. Ja, zufällig. Zufällig. Ich glaube aber, dass es an der Zeit wäre, dass Sie Ihrer Charlotte mal ein bisschen die Leviten lesen. Die Erziehung meiner Tochter ist ja wohl meine Sache. Ja, ich glaube gar, dass Sie das ganz in Ordnung finden, wenn Ihre Tochter mir Eder Bläder nachschreit und mich daran bei der Arbeit stört. Aber eins sage ich Ihnen, wenn Ihre Charlotte noch einmal Steine wirft, dann garantiere ich für nichts. Eine Ohrfeige dürfte Sie teuer zu stehen kommen, Herr Eder. Tja. Außerdem gehört der Hof der Allgemeinheit und mir ist nichts davon bekannt, dass Sie ihn gepachtet haben. Nein, ich habe ihn nicht gepachtet. Aber Sie auch nicht. Also Sie tun gerade, als ob Sie als Kind in Ihrem Leben nie einmal was angestellt hätten. Ein Kind muss sich ja auch einmal ausleben können. Ja, oder? Aber nicht auf Kosten anderer Leute. Aber jetzt habe ich keine Zeit mehr, mich mit Ihnen und Ihren komischen Ansichten über Erziehung rumzustreiten. Der Meister Eder war wirklich wütend. Da die Charlotte aber nicht mehr auftauchte, ich weiß nicht, ob die angedrohte Ohrfeige oder das gütige Zureden der Mutter es bewirkt haben oder beides zusammen, jedenfalls beruhigte sich der Meister Eder wieder. Nur der Pumuckl meinte: Wir sperren die Charlotte mal heimlich in eine Schublade, wenn ihre Mutter nicht da ist. Ja, leider darf man das nicht. Und auch mit der Ohrfeige hat's natürlich recht. Ein Fremder darf ein Kind nicht schlagen. Ich hätte es ja auch nicht getan. Aber sagen wird man's ja noch dürfen. Ja, 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 du darfst zu bösen Kindern alles sagen, weil ich es dir nämlich erlaube. Jawohl, weißt du, es ist nämlich so, also niemand darf uns ärgern. Niemand! Und gegen unser Fenster, da dürfen nur wir Steine werfen. Und eines Tages, da werfen wir auch mal einen Stein dagegen. Und das wird dann lustig, gell? Das wird wirklich sehr, sehr lustig. Ich weiß nicht, Pumuckl, ich glaube, es gibt lustigere Sachen. Der Pumuckl saß in seiner Schaukel und sang vergnügt, als der Herr Eder seine Kreissäge einschaltete. Die ging so laut, dass der kleine Kobold seinen eigenen Gesang nicht mehr so recht hören konnte. Da hatte er den Einfall, seinen Gesang dadurch zu verstärken, dass er mit einem Holzscheit auf eine der leeren Konservenbüchsen trommelte, die der Meister Eder immer aufhob, um Farbe oder Lacke darin zu mischen oder aufzubewahren. Ich muss noch eine Trommel, also eine Blechbüchsentrommel haben. Oh ja, jetzt ist es schön, viel schöner. So, da muss ich jetzt gleich noch eine besonders blecherne Blechbüchse suchen. Und das ist so gut,
dass der Meister Eder immer die Büchsen aufhebt. Da kann ich dann eine riesen Trommelei-Musik machen. Es leben die Klabauter, mal leiser und mal lauter. Ja, sag einmal, hat's dich? Du machst ja einen Radau, der seinem Hirn und Sehen vergeht. Ja, das ist schön, nicht wahr? Hör mal, ganz große Musik mit ganz vielen schönen Büchsentönen. Ui, das reimt sich auch noch. Das reimt. Hör. Schöne Büchsentöne, schöne Büchsen. Ja. Sehr schön, aber jetzt ist genug. Nein, das ist noch gar nicht genug. Jetzt fangen wir ja erst richtig an. Also, du darfst jetzt sägen und ich darf Büchsen tönen. Und wenn du willst, dann darfst du sogar dazu singen. Nein, Pumuckl, ich bin jetzt mit dem Sägen fertig und... Ja, das macht nichts, dann trommel ich eben ohne Sägen. Das macht schon was, weil ich nämlich jetzt was denken muss. Sonst bringe ich ja alle Maße durcheinander. Das stört mich gar nicht. Du darfst ja ruhig alles durcheinander bringen. Aber mich stört's. Hör auf jetzt. Niemand kann aufhören, wenn er gerade anfängt. Ein altes Koboldsgesetz. Geh, Unsinn. Wenn du nicht aufhörst, dann nehme ich dir die Büchsen weg. Das werden wir gleich haben. Ah, meine Büchsen! Lass meine Büchsen stehen. Ich will trommeln. Das ist Klabautermusik. Niemand darf einen Klabauter beim Musikmachen stören, sonst... Doch. Ich darf schon einen Klabauter stören. Nein, du darfst das nicht, weil sonst wird ein Klabauter ganz fürchterlich. Ja, und wenn man mich stört, werde ich auch fürchterlich. Weg mit den Büchsen. Gut, bitte. Dann schlage ich eben gegen andere Sachen. Sind ja noch genug Trommelsachen da. Glas ist da, peng. Topf ist da, peng. Tisch ist da, rums. Topf ist da und Glas ist da und Tisch ist da und nochmal Tisch und nochmal Tisch und nochmal Tisch und Tisch ist da. Du, wenn du jetzt nicht gleich aufhörst, dann sperre ich dich ins Schubladl. Nein, das tust du nicht, weil du das nicht darfst. Jawohl, Ohrfeigen geben und mich in die Schublade sperren, das ist beides verboten. Das dürfte sie teuer zu stehen kommen. Jawohl. Dass du auch grad immer das aufschnappen musst, was dir in den Kram passt. Heute in der Früh hättest du am liebsten noch die Charlotte in eine Schublade gesperrt und jetzt bist du kein bisschen besser. Ja, weil nämlich Trommeln viel besser ist als Steine werfen. Hör auf jetzt, Kreisbirn beim Stauben. Jedes Kind muss sich ausleben und jeder Kobold muss sich auch ausleben. Und am besten leben sich Kobolde bei Trommelmusik aus. Ein uraltes Trommelgesetz. Gut, dann leb dich aus von mir aus, aber nicht da, wo ich arbeite. Genau in die Küche. Ich gebe dir sogar ein paar leere Büchsen mit und da drüben kannst du dann trommeln, bis dir die Ohren wehtun. Das will ich aber nicht, dass mir in der Küche die Ohren wehtun. Ich will, dass sie mir hier in der Werkstatt wehtun. Nein, hier arbeite ich und du trommelst hier nicht. Hier trommel ich. Du kannst ja das Arbeiten aufhören und mir zuhören. Also jetzt hör mal zu. Du, jetzt mach mich nicht neidisch. Ich arbeite schließlich nicht zu meinem Vergnügen, sondern weil wir von was leben und was essen müssen. Ich arbeite nicht nur für mich, sondern auch für dich. Peng, peng. Denn ich krieg weder das Stück also glatt, noch die Wurst, die du isst, von irgendjemandem geschenkt. Trommel, trommel, peng, peng, peng. Ich mag keine Wurst, ich mag keine Schokolade. Ich brauch auch kein Geschenk. Gut, dass ich das weiß. Dann kann ich ja aufhören zu arbeiten und heute mal zum Essen gehen. Trommel, peng. Wir haben sowieso nichts mehr im Haus. Und du brauchst nichts, hast gesagt. Das ist mir einmal recht angenehm. Peng, die Trommel. Wenn du keine Rücksicht auf mich nimmst, brauch ich auch keine auf dich nehmen. Das brauchst du auch nicht. Weder rück, noch vor, noch nach, noch über, noch unter, noch Aufsicht. Ui, was es für viele Sichten gibt. Oh, peng, Trommel, rum. Ja, bloß die richtige offenbar nicht. Also dann auf Wiedersehen. Ich geh und du kannst trommeln, bis das Haus einfällt. Das Haus, das wird vom Trommeln einfallen. Also sowas fällt ja nur dem Meister Eder ein. Da gäbe es ja schon lange keine Häuser mehr, weil nämlich alle Leute gerne trommeln und oft trommeln. Glas, Glas, Glas und überhaupt. Also ich muss jetzt ganz neue Trommelsachen haben. Also eine Vase. Eine Vase ist eine sehr schöne Trommelgeschichte. Sehr schön. Ist ja auch eine schöne Vase. Da muss ich ein Vasenlied dichten, damit es schöner klingt. Ein Vasenlied. Ein Vasenlied. Es steht vor meiner Nase.
eine schöne Vase. Sie ist nicht nur für Blumen, sondern auch zum Trummen. Nein, falsch, nein, falsch, 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 muss anders sein. Blumen, also es muss heißen, sie ist nicht nur für Blumen, sondern auch zum Trommeln. Trommeln, 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 ist ein dummes Wort, Trommeln. Sie ist nicht nur zum Blommeln, Trommeln, das geht auch nicht. Also das reimt sich ja überhaupt auf gar nichts. Trommeln, Schommeln, Bommeln, Kommeln. Das ist ein langweiliges Wort. Trommeln, trommeln, trommeln. Ich glaube, ich muss jetzt von der großen Trommelarbeit ausruhen. Und ich glaube, dass ich jetzt was essen muss, damit ich einfach mehr Kraft bekomme zum Trommeln auf den Blummeln, Waseln. Es ist ja sicher gar nicht wahr, dass nichts zum Essen im Haus ist. Das weiß ich ganz genau, dass im Kühlschrank Wurst ist. Natürlich, da muss ja Wurst drin sein. Da muss ich jetzt bloß mal versuchen, dass ich den Kühlschrank aufmachen kann. Also man muss doch bloß diesen Hebel da so... geht nicht auf. Also nochmal. Es geht nicht. Bitte, bitte, bitte dann daneben nicht. Ich finde schon was anderes. Also ich finde schon zum Beispiel Brot, 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 Brot finde ich. Da ist eins. Das, aua, 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 aua. Ist aber hart. Hart kann ich gar nicht zerbeißen. Also mit dem alten Brot, da kann ich ja höchstens noch trommeln. Ich mag ja gar nicht trommeln. Ich mag ja essen. Ich hab ja Hunger. Ja! Da ist was. In Goldpapier gewickelt. Gewickelt, gewackelt. Das muss ich sofort auswickeln, auswackeln. Ja. Das stinkt ja. Das ist ja Käse. Käse! Also kein Klabauter der Welt kann Käse essen. Ich glaube, es ist wirklich nichts da, was der arme Pumuckl essen kann. Und der Meister Eder, der sitzt jetzt sicher irgendwo und isst Schokolade und Wurst und Bier. Bier kann man ja nur trinken. Ja, aber Durst habe ich auch. Und alles bloß, weil ich nicht trommeln darf. Der arme Pumuckl, der darf gar nichts. Immer wird er gleich bestraft. Und die Charlotte, die darf alles, die Charlotte. Und die wird überhaupt nicht gestraft. Die darf Steine werfen und frech sein und... Bloß ich muss alleine bleiben. Und ich habe keine Mutti und keine Mama und keine... Und niemand habe ich, der den Pumuckl verteidigt. Und niemand findet meine Trommelmusik schön. Der Pumuckl hat sich gründlich leid getan. Vielleicht hätte er die ganze Zeit vor sich hingeheult, wenn da nicht plötzlich vor der Werkstatt etwas zu hören gewesen wäre. Ui, was höre ich denn da? Das klingt ja wie 13,7 Katzen, denen mit 13,7 Füßen auf 13,7 Schwänze getreten wird. Da muss ich ja gleich mal zum Fenster hinausschauen. Ei, was sehen denn da meine Pumuckl-Augen? Die liebe Charlotte mit der Mundharmonika, vor unserer Werkstatt sitzt sie. Ah, die will uns wohl ärgern, was? Oh, die kann mich überhaupt nicht ärgern. Doch, das ärgert mich ganz schrecklich. Die dumme Charlotte, die darf scheußliche Musik machen und ist kein bisschen hungrig. Und da muss ich ja gleich, was muss ich da nur? Aufhören! 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 Die hört wohl nicht, dass sie aufhören soll. Die tut, als hätte ich überhaupt keine Nerven. Aber ich habe welche. Ich habe eine Unmenge Nerven, habe ich sogar. Jawohl, Schluss, Punkt, aus, aufhören. Charlotte? Charlotte? Ja, Mami? Hast du nicht Hunger? Nein, Mami, ich spiele lieber Mundharmonika. Komm her, ich werf dir was runter.
Was Gutes, du wirst staunen. Ah, die liebe Charlotte lässt sich denn doch herbei und schaut nach, was es Staunensgutes gibt. Ich werde auf der Stelle ein Mädchen, ein Ungezogenes, und dann halt, was sehe ich? Die Charlotte hat ja direkt vor unserer Türe die Mundharmonika liegen lassen. Da bleibe ich ja viel lieber ein Pumuckl, denn als Pumuckl, da kann ich jetzt... Da kann ich doch jetzt gleich was für meine vielen kleinen Nerven tun. Ich hüpf jetzt hinunter und gebe dem Mundharmonikalein ein kleines Stipselein, damit es unter unser Fußabstreiferlein hinunterrutscht. Jawohl, und aus ist es mit dem hässlichen Geblase. Was bildet die sich eigentlich ein? Wenn hier schon jemand Lärm macht, dann ich. Jawohl! Der Pumuckl ist also zum Fenster hinausgeklettert und hat die Mundharmonika unter der Fußmatte verschwinden lassen. Und dann ist er zufrieden wieder zurückgeturnt und hat von oben zugeguckt, wie die Charlotte nach ihrer Mundharmonika gesucht hat. Sie hat überall gesucht, aber unter den Fußabstreifer hat sie nicht geschaut. Nach einiger Zeit fing sie zu weinen an. Dann rief sie nach ihrer Mutter und die ist auch heruntergekommen und hat suchen geholfen. Aber Kind, das gibt's doch nicht. Hast du denn jemand in den Hof reingehen sehen, der die Mundharmonika genommen haben könnte? Nein, niemand. Nur der Herr Eder könnt's genommen haben, weil der da wohnt. Der ist schnell zur Tür raus und hat's weggenommen. Naja, den können wir ja mal fragen. Sehe ihm gleich, nachdem er sich heute früh über dich geärgert hat. Herr Eder? Herr Eder? Da ist niemand daheim. Es hat aber vorher jemand aufhören gerufen. Aber ich habe nicht aufgehört. Der Herr Eder hält sich sicher versteckt. Herr Eder! Bitte benehmen Sie sich nicht albern. Wenn Sie die Mundharmonika wegnehmen, dann ist das Diebstahl. Was ist Diebstahl? Ach, Sie waren gar nicht im Haus? Nein, ich komme gerade vom Essen. Was ist denn los? Wer ist albern? Nein, ich dachte nur. Meine Kleine hat nämlich vorhin hier Mundharmonika gespielt. Ausgerechnet von meiner Tür? Nun ja. Darf man fragen, warum es nicht daheim gespielt hat? Ach Gott, weil... Ja, Sie brauchen nicht weiterreden. Jetzt ist die Mundharmonika weg. Ja. Und jetzt haben Sie gemeint, ich wäre so albern und hätte Ihrer Tochter die Mundharmonika gestohlen. Ist es so? Entschuldigen Sie bitte, Herr Eder, so war es nicht gemeint. Es war falsch von mir. Ich nehme den Verdacht natürlich in aller Form zurück. Ist mir wirklich sehr peinlich. Ich will meine Mundharmonika wiederhaben. Jetzt hör mal gut zu, Charlotte. Eine Mundharmonika löst sich nicht in nichts auf. Die muss irgendwo sein. Wie wär's, wenn wir was ausmachen täten? Aber mit Ehrenwort und so. Ich verspreche dir, dass ich die Mundharmonika suche. Könnte ja sein, dass sie in einen Gulli oder durch ein Kellergitter runtergefallen ist. Und wenn ich sie finde, dann versprichst du mir, dass du keine Steine mehr schmeißt und dass du auch nicht ausgerechnet vor meiner Werkstatt Radau machst und den kreislichen Satz mit Eder, Bläder, okay, den gewinnst du wieder ab. Versprichst du es? Ja. Ehrenwort. Und die Mutter jetzt auch? Großes Ehrenwort. Gut, dann werde ich mein Bestes tun. Also entschuldigen Sie nochmals, Herr Eder. Und jetzt komm zum Essen, Charlotte. Suchen Sie inzwischen ganz bestimmt die Mundharmonika, Herr Eder? Freilich. Ehrenwort gegen Ehrenwort. Da sind Mutter und Tochter abgezogen, die Mutter immer noch rot vor Verlegenheit. Der Meister Eder aber schaute den beiden etwas belustigt nach, bückte sich und holte die Mundharmonika unter dem Fußabstreifer heraus. Er kennt nämlich seinen Pumuckl und der Fußabstreifer hatte doch eine etwas verdächtige Beule. Dann ging er ins Haus. Hey, Pumuckl. Pumuckl. Horch einmal, Pumuckl. Klingt gar nicht schlecht, die Mundharmonika. Klingt scheußlich. Finde ich nicht. War gar keine so schlechte Idee, dass du die versteckt hast. Die zwei war ganz schön klein. Ich hab sie doch bloß versteckt, weil alle Leute Lärm machen dürfen. Bloß ich darf nichts. Und jetzt machst du Lärm. Ich wandere aus. Okay. Jawohl, ich wandere aus. Ich gehe zurück auf das große Meer und... Gib die Mutter.
Mundharmonika doch gleich der braven Charlotte, mit der du jetzt plötzlich so lieb bist. Das macht ja nichts, wenn meine Nerven ganz kaputt sind und wenn ich ganz und gar verhungere. Und jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was guter Lärm ist und was böser Lärm ist und wer alles Musik machen darf und warum ich, ausgerechnet ich, nicht trommeln darf und Durst habe ich auch. Pumuckl. Pumuckl, jetzt gib mal Obacht. Nein, nein, ich gebe nicht Obacht. Schau, schau, da stellen wir jetzt drei Blechbüchsen her. Drei verschieden groß. So, und jetzt nimmst du einen Kochlöffel. Horch, da. Es gibt drei verschiedene Töne. Und wenn ich jetzt das Lidl auf der Mundharmonika spiele, dann schlägst du die Trommel dazu. Nein, nein, weil ich darf ja nicht trommeln. Du gehst ja sonst wieder weg und lässt mich alleine. Und dann verhungere ich mausetot. Nein, jetzt darfst du's. Und ich bleib da. Ich muss dich ja mit der Mundharmonika begleiten. Ja, und warum darf ich jetzt plötzlich? Da kann sich ja überhaupt kein Kobold mehr auskennen. Da darf ich eigentlich immer nur dürfen, wenn es dir passt. Und nie, wenn es mir passt. Ich will auch dürfen, wenn es mir passt. Schau, Pumuckl, die Sache ist ganz einfach. Man darf alles, solange man einen anderen nicht stört. Man soll nie gegen jemand was machen, wenn man es miteinander viel schöner machen kann. Und das ist die Geschichte mit dem Rücksicht nehmen. Keine ganz leichte Sache, aber auch keine schwere. Komm, schlag einmal den Takt da drauf. Also, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Na, ist das nicht schön? Ja, doch, 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 das ist schon sehr, sehr schön. Also bitte, nein, blas weiter, 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 weiter blasen. Eins, zwei, eins, zwei. Wart, lass mich erst schauen, ob alle Fenster zu sind. Ja, ja, du, und schau auch gleich, ob du Schokolade für den Pumuckl findest. Ne? Eins, zwei, eins, zwei, es liebe die Klapperter, mal leise und mal lauter. Und lebt ein lauter, leiser, dann ist ihr sicher heiser. Doch lebt ein leiser Laut, wenn auf die Büchsen haut, viel Rallala, Odeo. Ja, da bleibt nur noch zu sagen, dass dieser Lärm inzwischen auch sein Ende genommen hat. Einmal, weil der Pumuckl Hunger bekommen hat und zum anderen, weil der Meister Eder die Mundharmonika zurückbringen musste. Schließlich hatte er ein Ehrenwort zu halten. Aber auch die Charlotte hat ihr Ehrenwort gehalten und den Meister Eder nicht mehr geärgert. Und so ist es jetzt wieder ganz ruhig und friedlich im Hinterhof und in der Werkstatt von Meister Eder und seinem Pumuckl.